Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. In der letzten Folge habe ich mir einfach nur ein bisschen Loot geholt und wurde dann genervt. Ja, dann habe ich irgendwie 10 Granaten geschmissen und dann war alles kaputt. Das ist die Story von dem, was hier gerade passiert ist. Das sah ganz lustig aus. Die dachten so, yo, geil, wir sind zu 10 Leuten. Machen die easy weg jetzt. Und dann haben sie 10 Granaten abbekommen. Tja. Und ich habe nur die normalen Granaten benutzt. Ja, ich habe nicht mal die krassen Granaten benutzt. Ist schon ein Unterschied, ne? Aber egal. So, bevor das Video losgeht, gibt es aber noch eine kleine Werbung. Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung. So, da sind wir wieder. Ich vergesse, also ich versuche es nicht zu vergessen, dieses blöde Werbung. Dings. Wie? In Northside ist gerade die Hölle los. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Wer ist Maelstrom? Was ist das? Jetzt einfach tot umgefallen. Ja, ah, Cyberpsycho-Attacke. Nice. Fall für mein Scharfschützengewehr. One shot, one kill. Ja, das war's schon, ne? Ich liebe diesen Satz übrigens. Ich weiß nur nicht, wer es sagt. Widowmaker, ne? Aus Overwatch. Ja, die sagt das. One shot, one kill. Gepolsterter Fahr mit Aluminium. Oh, 2 Kleidungsplatz. Und leb wohl. Ja, leb wohl. Hey, er lebt ja noch. Oh, das sieht so cool aus, ne? Ich würde mir sowas kaufen, nur als Designelement für irgendwo in einem Zimmer zu stellen. Das sieht so cool aus, finde ich. Ich feiere das. Auch hier so eine Box oder so. Obwohl eine Säule besser wäre. So fände ich cooler. Was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas? Hier ist noch ein Secret, hä? Yo! Ist doch ein Secret. Aber was für ein Secret? Also was ist das hier? Wurde da hinten Metro gespielt oder was? Sieht auf jeden Fall so aus. Komm, hier muss noch was Geiles sein, oder? Das ist nicht auf der Karte markiert. Es ist komplett versteckt. Man findet es nur, wenn man diesen Psycho erledigt.
Und hier liegt noch ein Toter. Ist nichts Cooles, Mann. Das sieht so interessant aus, ne? Da würde ich gerne mal hoch. Mann. So. Kurz mal geräuspert. Tja, hier ist aber nichts mehr. Vielleicht war das ein Secret-Versteck hier noch. Hätte ja sein können. Da ist noch was Grünes. Und hier war auch noch was Grünes. Ja, nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Das nehme ich auch mit. Und diese roten Ventilatoren hier, ne? Das sieht ja auch so geil aus. Will ich mir alles gönnen. Okay, lies den Splitter. Wir müssen Splitter lesen. Wir haben 1000 Millionen Splitter. So. Bei 5 steht nix. Sieh mal einer an. Regina, Nachrichten? Regina, hier. Gott. Shit. So. Okay, habe ich fertig gemacht. Dann gehen wir nach da. Nächste Mission. Ich hole mal das kleine Auto hier. Gott. Ist das ein scheiß Auto, ey. Aber reicht für nach hier zu kommen. So, wo ist jetzt diese... Die ist da, okay. Okay, diesen One-Shot. Polizisten hier erledigt. Ja, okay, eigentlich müsste ich denen dankbar dafür sein, weil die Polizisten waren nicht gut zu mir. Die haben mich einfach mal angeschossen irgendwann. Einfach ohne Grund. Das ist nicht nett gewesen. Noch mehr gibt es ja aber nicht, oder? Ja, noch hier ist noch ein bisschen. Ist auch noch ein bisschen. Sonst ist ja aber nichts, oder? So. Gucken wir uns mal die Mission hier an. Was du bist. Fahrzeug kaufen. Ja, kaufen wir uns das halt, dann ist die Mission abgeschlossen. So. Dann können wir auch direkt hier hinfahren, oder? Nee, lass mal, wir fahren erst hier runter. Und dann gehen wir, machen wir hier so diese drei. Gehen dann nach hier und dann von hier gehen wir nach da und dann hier runter. Dann müssten wir hier fertig sein. Und dann gehen wir hier die Mission machen. Und dann haben wir so gesehen in dieser Aufnahmesession diese 5 Gebiete komplett abgeschlossen. Okay, das gehört eigentlich nicht mehr mit dazu. Das ist ja kein richtiges Gebiet.
Deswegen die 1, 2, 3, 4. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, es sind 4 Gebiete, okay. Immerhin. Die will ich noch komplett abschließen. Und dann können wir eigentlich auch schon mal mit einer... entweder fangen wir in Japantown an. Mit den Dingern, weil... Ja, oder wir gehen nach North Oak. Mal guck mal hier, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Dann ist das schon fertig. Ist, oh, warte, hier 7. Da unten ist noch einer. Aber das ist halt echt nicht viel. Das könnte man dann machen noch. Ja. Aber ich würde... Vor allem, wir haben ja eine regelmäßige Abwechslung. Wir haben ja echt diese Missionsdinger. Aber zusätzlich... Also wir haben nicht nur hier diese Verbrechensmeldungen. Die machen wir nur nebenbei eigentlich. Das Einzige, was wichtig ist, sind eigentlich auch die Missionen, die hier sind. Okay, hier muss ich wieder ein Auto kaufen. Ja, das mache ich dann halt. Weil wir haben ja genug Geld. Dann können wir schon mal die Autos hier kaufen. Hier ist wahrscheinlich auch noch ein Auto. Ja, der Galena für 13k. Das können wir auch noch leisten. Das geht alles. Das ist alles möglich. Möglich ist das, ey. Okay. Dann ziehen wir mal nach unten. Wir müssen nach da hinten. Wie komme ich denn am schnellsten nach da? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Kann ich hier rein? Okay, das geht nicht. Okay, jetzt bin ich schon mal hier, ne? Ja. Ach, damn. Ich will das jetzt nicht machen. Na, wir müssten es wohl machen. Ja, ich kann. Dann machen wir das halt jetzt. So, wir probieren jetzt auch mal eine neue Waffe aus. Einfach nur, weil wir es können. Ich habe Inventar gedrückt, nicht Karte. So, Inventar. Wir haben noch neue Sachen zum Anziehen. Ah, nur Schrott. Dafür brauchen wir ja immer Stufe 60. Ja, das ist halt, ja. Ja, ne, also, ne. Stimmt, wir haben ja noch eine gefunden. Wie viel hat die normal als Panzerung? Sag mir nicht 120, das ist falsch. Minus 78 müssen wir machen. Minus 80 also. Also hat die 40 Panzerung ungefähr, die Schuhe. Die hat 47 und kann 2 Slots. Die hat 68, kann aber nur einen Slot. Das heißt, wir können den ausrüsten. Hier einmal zweimal so einen geilen Mod reintun. So schon. Wir könnten auch den Anti-Venom reintun, aber wir machen einfach Item-Herstellung. Kreieren uns noch so ein Armadillo. Hier. Gönnung. Gehen auf den Char. Also ins Inventar. Psychen. Mods. Und dann haben wir einen grünen Armadillo mit 101 Panzerung. Das ist sogar besser als der blaue. Lol. Alter, ja, 242. Ja, da kommt der nicht mehr mit dran. Der wird verkauft und der wird auch verkauft. Tschüss, weil die Schuhe sind viel krasser. Boah. Verringert Fallschaden, den lasse ich auch mal drin, glaube ich. Das finde ich auch sehr geil, dieses höhere Bedrohungsstufe und niedrige. Oder mittlere. Dann, ja, 30 Crit Schaden, der ist halt overpowered. Hier sowieso nochmal 280 Panzerung, 325 Panzerung, ey, lecke Mio. Das ist das T-Shirt, was wir gekauft hatten, ne? Das Samurai-T-Shirt, ja, das werde ich auch nicht verkaufen oder wegschmeißen. So, warte mal. Als erstes muss ich mal hier neue Ordnung machen. Und zwar zum einen
Hätte ich hier oben gerne wieder meine Pistole. Und danach kommt die. Eigentlich müsste danach die. Wie hätte ich das denn gerne? Pistole? Scharfschützengewehr? Mantisklingen? Und wieder die. Widowmaker. Ja. Nee, oben muss die Pistole sein. Oder? Nee. Nee, die Pistole muss. Nee, die Pistole bleibt an zweiter Stelle. Warte mal. So, und dann hier kommt die jetzt. So, warte. Mantis klingen. Scharfschützengewehr. Pistole. Ja. Danach kommt die neue Shotgun. Die probieren wir jetzt einfach mal. Nur mal zum gucken, wie die so ist. Ich glaube, die ist sehr stark. Also für das, was sie jetzt momentan ist, ist sie in Ordnung. Aber ich glaube auch, die Gegner sind, sind halt Lowbobs. Also viel kann die jetzt auch nicht. Die kann echt nicht viel. Soll ich die überhaupt behalten? Ich glaube, ich verkaufe die. Ich glaube, die verkaufe ich auch. Gib mir meine Pistole. So, das war's schon. Hä? Da oben ist noch was drin. Okay. Okay, da habe ich noch ein bisschen mehr Loot gesnackt. Schön. Ist 50 Street Cred eigentlich das Maximum? Weil es geht irgendwie nicht weiter, ne? Kann es sein, dass das das Maximum ist? Das wäre ja, ja. Ja, hey. Warum ist eigentlich diese blöde Aufnahme auch noch verschoben? Moment. Ganz kurz rübergehen. So, wir haben 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die 8. Folge erst. Holy shit, ey. Moment. Hier müssen wir runter. Das Auto ist cool, aber ich werde halt nicht damit fahren. Also, ich meine, ich habe einen Caliburn. Ja, der ist schon ultra. Hey, es geht um ein Mox-Mitglied. Mit der stimmt was nicht. Vielleicht Cyberpsychose. Mein Kunde ist in Gefahr und du musst ihn da rausholen. Ich wäre dir echt dankbar, wenn du mir helfen könntest. Infos anbei. Ja, halt die Schnauze, Mann. Regina. Immer diese Regina. Was hat die denn? Easy, alles gesnackt. Ja. Darf nicht vergessen, dass... Ich hab immer noch überall Hans China-Fraß. Ja, Mann. Die haben mich gefleischt. Und er steht da und macht die trotzdem fertig. So ist Hans, Mann. Den hält keiner auf. Hoffentlich fliegt die ihn schnell wieder zusammen. Wäre besser für sie. Okay, geh abladen. Alles klar.
Wir werden dich nicht mehr foltern! Ehrenwort! Danke. Zugriff gewährt. Ist 50 Street Cred das Maximum? Und wenn ja, ist dann das Level 50 auch insgesamt das Maximum? Kann das sein? Ich meine, das wäre sehr scheiße, weil... Das wäre, ja, nicht so geil. Verfasser. Komm rein, ich brauche deine Hilfe. Bist du Lucy? Lucy Thackeray? Was ist mit der Tech los? Ich kann nichts sehen. Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Was ist mit ihm? Er wurde angeschossen. Hatte ihn fast stabilisiert. Dann blutete er wieder. Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg, sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche, die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zintblut. Na los, lass da auf dem Tisch, ganz links. Wo? Aber nicht in meine Hand. Okay, dauert etwas, bis sie sich schließt. Warum tust du das? Ich bin Ärztin. Der hat sich ja mehr umgebracht, als du je retten wirst. Das ist eine Operation, keine Gerichtsverhandlung. Okay, das Schlimmste ist überstanden. Sieht zumindest so aus. Jetzt muss er sich nur noch ausruhen. Danke. Jetzt können wir los. Okay. Ich kann ihn nicht abschießen, okay. Bleib in meiner Nähe, Kopf runter. So, das haben wir schon mal erledigt. Verlinken tun wir es auch direkt. Das geht schon mal nicht. Gut, dann holen wir 7A, 1C, 1C. Das funktioniert nicht. 7A, D7A, 1C, 1C. 5, 5, 7A, nein. Dann den hier. Okay, das funktioniert alles nicht. Ah, doch. Nee, das funktioniert gar nicht. Mann. Ich brauch Cola. PD 55 7A. Ja, okay, das muss nicht. Easy. Gut, das hat schon mal gut funktioniert. Gib mir den Loot. Ah, warte, hier kann ich noch was looten, ne? So, Snaggerino BD7A.
Haben wir nicht. Wir haben aber BD1C, 1C, BD7. Ja, okay. So nämlich. Da bist du schon wieder, ey. Vielleicht kommt er ja eines Tages mal zu uns und bedankt sich. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Erstmal holen wir uns noch hier die schönen Eddies. Die schönen Eddies. Und wir sind erst bei Folge 9. Nee. Nee, 8. 8. Das heißt, ich muss noch 4 machen danach. Hoi. 7a, 1c, 7a. 7a, 1c, 7a. 5, 5, 7. Ja, okay. C7A. 5. Nein, das war das falsche 5-5. Nein! Ich hab das. Ich musste das da drüber, dann hätte ich das geschafft. Nein! 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 Ich bin traurig. Hallo? Gib mir das. Da ist aber noch irgendwas zu looten. Ah, hier ist auch noch was. WTF. So viel zu looten. BD1C 7A. Easy. So müsste es immer gehen. So einfach so zack, zack, zack. Fertig. Wie viel haben die denn hier von den Dingern? So. Easy. Hey, das geht voll schnell. Oh, warte, wir sind doch nicht in dem Raum gewesen. Hä? Hier ist aber nichts weiter, ne? Nö, okay. Los, steig ein. Das Fahrzeug. Hi. Hippokratischer Ed. Okay. Haben wir das auch schon fertig? Dann gehen wir nach da. Oh, warte, hier ist noch ein Berufsrisiko. Tritt die Mox-Lagerhalle. Okay. Oh, wir haben echt viel geschafft heute, muss ich echt mal sagen, ne? Wir haben noch einiges vor uns tatsächlich, aber das lohnt sich auch. Wenn wir jetzt nämlich diese ganzen Sachen machen, können wir in der nächsten Aufnahmesession mit der Hauptquest weitermachen. Habe ich schon Bock drauf. Ich möchte nämlich gerne die Quest mit Johnny weitermachen. Das geht hier. Oh shit. Warum liegen hier einfach so Eddies? Kann ja schon was nicht stimmen. Okay, technische Fähigkeit 5. Okay. So, 1C. E9. 7A. Okay, das funktioniert. So, E9 da oben oder da unten? Unten. Tetris! Nee, Retros.
Ich hab grad Tetris gelesen. Und den Schreien habe ich auch gehört. Also was ich gerade merke, ist, ich habe ja mir die, wie heißen die Kopfhörer da, die so super toll sein sollen, aber nur, keine Ahnung, 20 Euro oder so kosten. Die wollte ich auch mal testen, weil die so hoch gelobt werden von einigen anderen. Ich merke jetzt, also ich habe jetzt, wir sind bei der 8. Folge, ne? Das heißt, ich habe 4 Stunden aufgenommen. Nach 4 Stunden merke ich jetzt an meinem Ohr, dass das schon ein bisschen zu krass drückt. Ja, also die sind nicht gedacht für, dass du sie für lange Spiel-Sessions drauf tun kannst. Das fällt mir jetzt auf hier. What the fuck ist hier passiert? Danke, mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Alter. 22.000 Crit.